Aber wenn man mal überlegt, jetzt würde mich mal was brennend interessieren. Ich will mal gerne, pass auf, wir machen das mal anders. Ich will jetzt mal einen Größenvergleich machen, weil wir ja schon im Fotomodus sind, ne? Oder dahin kommen. So, der Planet ist ja hier so, ne, er wirkt halt jetzt nicht so groß. Oder er wirkt zwar halt schon groß, ne, aber nein, halt stopp. Nicht in die Atmosphäre fliegen. Ich will jetzt mal ehrlich mal gucken. Boah, Mafia 3 ist lästig. Ich habe es vor 3 Wochen ausgeliehen. Ja, immer noch extrem viele Bugs. Ja, ich habe es durch. So, Fotomodus, warte. So, jetzt würde ich gerne... Ach, du heiliger Strohsack. Jetzt kriegst du mal bei... Alter, jetzt kriegst du bei No Man's Sky mal einen Eindruck davon, wie klein der Spieler eigentlich ist und wie riesig die Welt ist. Jetzt überleg mal, wie lange du brauchst, um den Planeten zu umrunden, zu Fuß. Oh Gott! Wie mikroskopisch klein man sein muss. Oh Gott. Okay, pass auf, wir wollten ja sowieso hier in die... nochmal reisen, weil wir ja das Zeug brauchen. Hyperantrieb, zu wenig. Was? Hat kein Treibstoff? Was? Wieso haben wir keinen Treibstoff? Ernsthaft? Wir haben tatsächlich keinen Treibstoff. Nein! Aber wir haben Warpzellen zu Hause in unserem Dörfchen. Das heißt, wir müssen einfach nur zur Raumstation da oben. Aber vielleicht verkaufen die ja Rigogen. Man weiß es ja nicht. So. So. Irgendwoher müssen wir ja Rigogen kriegen. Das ist ja irgendwie... Das ist doch irgendwie, ne? Muss mal eben hier den Bildschirm nochmal abändern. Da müssen hier 2 Bilder rein. So, zack. So, wir gucken mal, was die oben verkaufen. Boah, ist mit dem Weltraumkreuzer. Das wird so teuer. Das wird auch noch so dauern, bis wir da ankommen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen die erste Staffel haben wird. Die wird wahrscheinlich über 100 Folgen haben. Denke ich mal. So, hallo Jungs. Na, alles fit im Schritt? Gib mir mal ein Bier. So. Was ist denn? Ach, hier ist... Huch. Ach, hier ist es auch ein Laden? Was? Ach, noch ein Bauplanhändler. Blauplanhändler. Ich bin so durch. Zeig mir Bauplan... Nanithaufen gegen Bauplanhandeln? Ne. Inframesserbeschleuniger erforderlich. Was kann der denn? Feuert in anhaltender, schneller Sequenz. Der Nutzer wird geraten, die Salven einzuschränken, da die Kanone sehr schnell überhitzen kann. Schaden plus 10. Ach, krass. Ach, krass. Solche Klamotten gibt es jetzt auch. Ach, du heiliger Strohsack. Oh Gott. Ich werde so untergehen in dem Spiel. Oh Gott. Um Gottes Willen. Hör auf zu quasseln. Ich lese mir das gerade durch. Oh Gott, ich werde so untergehen in diesem Spiel. Ach, deswegen braucht man diesen Nanithaufen jetzt. Ich brauche irgendwelchen Haufen, damit ich irgendwas kaufen kann. Das klingt auch falsch. Oh Gott, ich werde so untergehen in diesem Spiel. Oh Gott. Was wollte ich jetzt hier? Ach so, ich wollte hier einen galaktischen Markt mal gucken, ne? Ob der vielleicht was hat. Weltraumkreuzer? Wo? Was? Wann? Wie, wo, was, wann? Weltraumkreuzer. Kann man kaufen. Hast du nicht gesehen? Im Let's Play? Haha. So. Ja, wir haben einen Weltraumkreuzer gefunden, der dann nachher anschließend verbuggt war, weil ich nicht mehr rausfliegen konnte. Ich bin mit meinem Raumschiff reingeflogen, weil der so riesig war, in so einer Halle, konnte darin rumlaufen, lalala, und da meinte ich so, im Let's Play, kann ich mir noch entsinnen bei der Folge, sagte ich dann irgendwie so, boah, wäre das jetzt geil, das Ding zu kaufen. Und auf einmal ging ich dazu eben so einen Typen hin und sagte so zu mir, du kannst das Ding kaufen für, boah, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, 70 Millionen? Ich weiß es gar nicht, irgendwie voll teuer, das Ding. Ich weiß halt gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, das wird wahrscheinlich dann nur so ein Lagerding sein. Ich weiß nicht, ob man damit rumfliegen kann. Auf jeden Fall haben wir hier nicht die Rigogen, die wir brauchen. Huch. Wo war der Ausgang? Hier. Auf jeden Fall will ich das haben. Das ist so Ziel des Spiels. I just started Resident Evil 7. Using Blaze of Fire. Premise so far.
Have fun with your PlayStation VR and Resident Evil 7, my friend. So. Irgendwann kommt der Todesstern. Ja, ich glaube auch. So als Easter Egg oder so. Nein, was mach ich denn? Oh nein, ich bin so doof. Ich darf doch gar nicht rausfliegen. Ich muss nochmal reinfliegen. Huch, warte mal eben. Alter, guck mal, wie riesig die Station ist und wie klein unser Schiff. Da kriegst du ja echt mal ein Gefühl dafür, wie riesig diese Welten sind. Alter, oh Gott, um Gottes Willen. Geil. Ja, habe ich auch bisher nur einmal gefunden, so einen Weltraumkreuzer. Da gibt es wahrscheinlich noch mehrere. Also, das finde ich schon sehr geil. Also das Spiel entwickelt sich immer mehr und mehr zum richtigen guten Spiel. Und das ist auch, es unterhält auch viel, viel mehr dann. Und es hat auch viel, so viel mehr Spielwert, als wie es vorher war. Gut, ich habe es von Anfang an sowieso gespielt. Oh Gott. Aber jetzt so mit diesen ganzen, wie gesagt, Basenbau, diesen Fahrzeugen, dass du jetzt diese Raumkreuzer hast und alles, das sind so alles, mehr Spielwert für das Game. Das ist ja Wahnsinn. Und ich finde, es ist ein gutes Streamspiel. Und für ein Let's Play auch, auf jeden Fall. Kann man gut gucken. So als abendliches Programm. Ja, Rigogen, zeig dir mir noch unten an, weißt du? Will mich voll mobben, das Spiel. So, ich muss mich teleportieren. Und zwar möchte ich gerne einmal zu unserer Heimatbasis. Ja. Mit seinem Ein- und Ausgang. Ein Zäpfchen rein und dann platzt es. Was? Habe ich irgendwas verpasst? So. Ich finde es gut, dass sie Teleporter eingebaut haben, dass man so schnell zurückreisen kann. Zu seinen eigenen Planeten wieder. Du guckst auf das Licht. Du bist müde. Du schläfst langsam ein und schließt deine Augen dabei. Yes, I can teleport. To my home planet. To my base. Yeah. I traveling to my base. So, I'm here. So, la 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 la. And here is my base. My base is amazing. It's not amazing, it's a very shit building. So. Hier. I can drive a car. Woohoo! Yeah, Geronimo. Ich kann sogar schießen mit. And I shoot all. Uah. So, ciao. So, das war's schon. So, ich wollte aber die... Alter, guck mal, wie der gelandet hat. Direkt vor der Tür geparkt. Wie geil, das sehe ich jetzt erstmal, das Schiff. Ja, hier ist noch das andere Hoover-Dingen. Zack, das packen wir mal hier hin. So, wo waren jetzt... War das rot? Mit den Zellen, die wir noch hatten? Nein. Wo habe ich die Zellen reingepackt? Verdammt nochmal. Ich kann mich entsinnen, dass wir welche gebaut haben und hab noch und hatte noch gesagt, wenn wir welche brauchen zum Warpen. Das wird jetzt erstmal eine Sucherei, glaube ich. Oder war das hier? Da sind sie, die Warpzellen. Ich wusste es genau. Ich wusste, dass wir Warpzellen haben. Wir hatten nämlich extra welche gebaut. Können wir demnächst mal wieder welche machen, damit wir welche in Reserve haben. Produkt herstellen? Nein, ich muss das Schiff nur laden. Mehr brauche ich gar nicht. So, warte mal. Was ist das denn hier? Ach, jetzt steht sogar, wie viel Hitzeverteilung. Ach, krass. Und Schaden der macht. Ach, das ist ja krass. Jetzt stehen sogar die Werte. Ach, guck mal. Zink, Eisen, Chrysonit brauchen wir, um die Dings zu reparieren. Ah, so. Okay. Das ist ja krass. So, jetzt haben wir genug. Das ist aber auch neu. Das haben die vor kurzem erst eingeführt. Das war nämlich... Das war noch nicht, wie ich das letzte Mal aufgenommen hatte. Diese Werte. Das haben die auch neu eingeführt. Reichweite 200 Lichtjahre. Hyperantrieb Reichweite 310 Lichtjahre. Und 10 Lichtjahre... Keine Ahnung. Ach, krass. Das war vorher, wie gesagt, auch noch nicht.
Cool, dass man das jetzt auch sieht. So. Ich würde sagen, wir starten nochmal ins Weltall. Tschüss, Basis. Oh, Startschubdüsen können wir mal auftanken, wenn wir schon dabei sind. So. Kannst ja komischerweise Rennstrecken erstellen. Ja, ich weiß. Habe ich aber noch nicht gemacht. Will ich auch, glaube ich, nicht, weil was bringt mir das? Fahre ich gegen mich selbst. Juhu. Wenn es jetzt Multiplayer-mäßig wäre, noch irgendwie so. Das wäre noch geil. So. Dann würde es ja noch Sinn machen, aber... Aber so. Tja, jetzt ist die Frage... Wie kommen wir an Rigogen dran? Und macht es Sinn, weiter zu Reiter wegzureisen? Oder habe ich schon entdeckt? So, dann gehen wir mal hier hin. 3 Planeten, 2 Monde. Alter, 137 Lichtjahre Entfernung. Das kostet wieder Antrieb. Das ist unfassbar. Da reise ich doch lieber dahin, wo es ein bisschen mehr Planeten gibt. Hä? Warte. Hier geht's nicht, oder? 6 Planeten, doch. Hier. Gehen wir mal da gucken. Vielleicht finden wir ja da Rigogen, die wir brauchen. Da spielt einer mit einer Spieluhr. Das ist sehr merkwürdig. Da war bestimmt so jemand, weißt du, so bei No Man's Sky, so im Tonstudio, hat so eine Spieluhr in der Hand und so. Das ist der neue Soundtrack. So, meine Freunde, da wären wir schon. Buskalmikrofo-System. Dann wollen wir mal scannen. Und schauen wir mal. Temerium. Das habe ich vorhin schon gesehen. Das haben wir vorhin schon gefunden. Bin ich aber nicht hingeflogen. Warte mal, da war doch. War nicht hier. Den haben wir, ne? Da ist noch ein Planet. Fervidium. Ist auch irgendwie eine neue Art. Gut, wir könnten das ja so machen. Wir könnten ja eigentlich einige Sachen hier schon mitnehmen, weil vielleicht brauchen wir die ja früher oder später. Das könnten wir eigentlich machen, weil dann gehen wir ein bisschen auf Reisen. Kryozagen können wir auch wieder mitnehmen. Was warm haben wir? Was haben wir hier? Achso, Scanner wird aufgeladen. Ja. Kryozagen. Und hier ist noch ein Planet. Der sieht sehr bewässert aus. Ja, komm, Scanner wird aufgeladen. Ich spiele Normalmodus, ja, wie immer. Okay, der Planet hat nichts. Wie viele Planeten waren hier? 6, ne? 1, 2, 3. 4. Warte mal, ich fliege mal eben dahin. Waren das 6 Planeten, die hier waren? Ich weiß es gar nicht. Wir schauen mal eben, also wir haben hier 1. 2. Werden wir ja sehen, wenn wir einen Planeten finden, den wir vielleicht noch nicht gescannt haben. 3. 4, dahinter scheint noch einer zu sein. Oder? Ja, ich glaube, dahinter ist noch einer. Müssen wir mal gucken, ob wir den mal irgendwie erwischen. Weil dann haben wir, glaube ich, alle gescannt. Ich fliege einfach mal ins Nichts. Dann falle ich wahrscheinlich irgendwann aus der Galaxie raus. Ist das der hier? Ne, den haben wir schon. Da ist der Große. Den haben wir noch nicht. Sieht aus wie die Erde. Kandensium. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal zu dem mit dem, was wir noch nicht hatten. Warte. Da waren wir auch schon. Wo ist jetzt der mit dem neuen Zeug? Hier. Fervidium. Da fliegen wir mal hin. Ja. Das holen wir uns mal. Weil was haben wir in der Tasche? Das haben wir. Können wir ein bisschen erkunden, ein bisschen gucken. Und dann zoomen wir weiter nach Rigogen. Wie viel haben wir denn noch an... Ach, Treibstoff haben wir immer noch genug. 80%. Ach, locker. Das ist ja voll geil. Den Hyperantrieb können wir mal mit Eisen... Ach, den Impulsantrieb geht es auch mit Eisen. Interessant. So, Gold haben wir hier sogar noch drin und alles.
Gravitationsball kann ich eigentlich mal, und Spordium haben wir auch noch genug. Iridium haben wir auch genug zu Hause. Gecknip haben wir auch ein. Das lassen wir mal drin. Gold haben wir auch noch zu Hause. Finden wir auch genug. Gold ist so... ist keine Mangelware, Gold, ne? So. 14 Sekunden sind wir da. Reicht das mit dem Antrieb? Ich hoffe, ja. Und dann gehen wir ein bisschen sammeln. Ich hoffe, wir können das abbauen. Aber wir haben ja unseren Handschuh haben wir ja bekommen. Ich hoffe, dass wir... Ich hoffe, dass es reicht dafür. Und der Planet ist wieder rot. Nein, er ist wolkig auf jeden Fall. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Er ist grün. Oh. Er ist grün und hat da Plutonium liegen. Das ist schon mal sehr gut. Huch. Na gut, nicht so ganz grün, aber... Er sieht gar nicht mehr so schick aus, so schlecht aus. Hier sind auf jeden Fall Pflanzen. Ich frage mich, wo wir landen werden. Ich lande mal hier. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Und dann gucken wir mal, ob wir das Zeug hier irgendwo finden. Aha, drückend heiß, bedrohlich. Oh Gott, unzureichend vorne. Oh Gott, nein. Jetzt sag mir nicht... Oh nein. Ja, wir müssen unseren... Oh fuck, wir haben gar keinen Wärmeschutz, ne? Oh verdammt. Die Frage ist, wo finden wir hier... Da. Was sind denn das? Das sind Gravitationsbälle, die brauche ich nicht. Ich will... Hier. Da brauche ich... Was? Was? Wie kriege ich ein Fahrzeug hin? Ernsthaft? Ich kann das nur mit dem Fahrzeug, mit dem Exo-Fahrzeug Minenlaser abbauen. Das heißt, ich muss mir hier Iridium irgendwo farmen und dann... Oh nein. Hat sich ja super gelohnt, hier hinzufliegen. Wow, hey, wuhu. Da gehen wir ein bisschen erkunden. Fick dich, Spiel. So. Dann nicht. Wisst ihr was? Dann reise ich direkt in eine andere Galaxie. So. Ist mir egal. So, warte mal. Haben wir schon? Nein. Ich habe auch hier total den Überblick verloren, wo wir hier waren, wo wir hier nicht waren.